Denim. Und dann schicken wir nochmal Handwetter raus. So, wunderbar. Und wir machen weiter mit Gift. Sehr schön. Ich finde, das läuft ziemlich gut. Das läuft ungefähr so gut, dass es, wie ich es geplant hatte. Dass es halt mit jedem Typen ungefähr einfacher wird. Klar, es wird nicht einfacher. Auch bei Kampf und Flug habe ich ein bisschen Schiss. Ganz ehrlich. Aber es geht. So, wir haben Wasser geschafft. Glückwunsch, ne? Oh, ich bin wieder da. Ja. Zeta King war der letzte Gegner. Ist klar. Ja. Aber es kam kein Garados. Das hat mich sehr enttäuscht. Das hat mich wirklich sehr enttäuscht, dass kein Garados kam. Oder auch kein Mantax oder irgendwelche anderen bulkigen Pokémon. So, weiter geht's mit Gift. Ich sammle und kämpfe gegen Pokémon, um bei anderen Sammeln anzugeben. Das ist schön für dich. Ein Pokémon-Trainer Janos. Mit Doppelschlupf. Also wir machen jetzt immer Erdbeben, das ist die Taktik bei Gift, ne? Das macht halt irgendwie Sinn. Außer bei Flug-Pokémon. Aber gibt's denn Gift-Flug-Pokémon? Oder ein Gift-Pokémon mit Typ Schwebe? In der vierten bis zur vierten Gen? Ja, gibt es. Und zwar Skorka. Grüße gehen raus an Lea, falls sie es irgendwann mal sehen sollte. Skorkro ist ein... Oder ist es überhaupt von Typ Gift? Es ist Bodenflug nur. Okay, nevermind. Aber es hat die Fähigkeit Gift, also es ist halt Giftattacken irgendwie mit Giftschleim und so regenerieren und so, dass die ganze Gift ist. So rum war das gewesen. Sehr effektiv. Janos, du hast den Kampf gewonnen, aber in Bezug auf Pokémon sehe ich mich als klarer Sieger. Okay, dann viel Spaß dabei mit diesem Wissen. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich mit meinen Garados nicht besiegen werde. Ich komme nächste Nummer 2. Wir kämpfen immer noch gegen Gift. Oh, mit Regenschirm sogar. Obwohl mein Schirm immer aufgespannt ist, mag ich Sonnentag. Ganz gern. Sonnentag, ganz gern. Quasi so ein Sonnenschirm oder so eine Art. Schirmdade, Tamina. Tamina? Mit okay, ich wollte gerade sagen. Mit Knospi, aber es ist schon ein Gift-Pokémon, ne? Knospi ist ja schon Typ Gift. Ja, was denkst du hier? Welche Richtung gehen hier die finalen Pokémon? Von Gift-Typ. Irgendeine Vermutung? Vielleicht irgendwie Smogon oder... Was ist ein richtig krasses Gift-Pokémon? Oder Tyrox, aber das gab's ja noch nicht. Das wäre der Endgegner. Mülltüten-Pokémon. Genau. Okay, und dann Knospi. Yay! Die Schirmdatamia. Diese erhalten Regen in meinen Herzen. Wann hört er eigentlich auf? Nehmen wir den Schirm und nimmst die Sonne genießt. Und die Sonne in den Herzen lässt. Oh, voll tiefgründig und so. Komplett kalt. Natürlich bin ich bereit. Und ich möchte weiterhin gegen den Gifttypen kämpfen. Bam, 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 bam. Pokémon aufzuziehen ist mehr als sie nur zu verwöhnen. Siehst du das nicht auch so oder so eine Art irgendwie?
Bam 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 bam. Oh, ein Doppelbieter-Samen, okay. Oh, es könnte auch ein bisschen Floor-Battle am Ende geben, was denkst du? Phoenix? Also, ich höre dich gerade nicht, falls du wieder da bist. Okay, dann auf jeden Fall. Da. Ja, wir da. Was denkst du, was sind die finalen Pokémon beim Gift-Typ? Wir hatten jetzt schon erstaunlich viele Pflanzen-Pokémon dabei. Also. Nein! Gott! Ich habe gerade. Ich denke, es wird Doppel. Slimog. Doppel Slimog, okay. Also ich habe irgendwie Hoffnung, dass es ein Doppel... Also Hoffnung, ich denke, es wird eher Richtung Doppel-Bisaflor oder sowas gehen. Aber wir haben jetzt schon Bisasamen und Knospi dabei gehabt. Aber Slimog hätte auch was. Oder Smogon. Oh Mann, Smogon, ich mag das wie nicht. Hat nur eine psychische Schwäche. Smogon. Außer mal Überbrückung. Aber dann kannst du ihn immer noch einen Luftballon geben. Sie sind verflucht defensiv. Das stimmt. Schleimburg ist ja so ein typischer Boost, also mit Fluch macht man das ja. Man speziell defensiv. Lustigste. Ja. Lustigste finde ich ja. Smogmog. Wie heißt das? Initiative, vollen Angriff. Mhm. Sind aber noch. Ein Fokusgurt, lässt auf einen Kapier runter und setzt dann Explosion ein. Ja, kann man machen. Kann man machen. Oder halt so eine Vier-Taktik mit Ratzfatz. So, Erdbeben. Yay. Hältst du eigentlich von den neuen von den Alola-Formen? Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das sind eigene Pokédex-Einträge, glaube ich, oder? Ich glaube auch. Ich weiß es jetzt gerade, um ehrlich zu sein, nicht. Ich denke, es sind quasi eigene Pokémon sind. Es müssen die eigene Pokémon sein. Das heißt, die Frage, ob halt Alola, Vulpix und normale Vulpix kompatibel sind. Man nennt nicht. Nicht. Hast du denn irgendein Alola-Pokémon und ein normales Pokémon von derselben Rasse schon? Denkt man sich auch irgendwo her? Sind bisher nur Ratzfatz, hat halt noch den Unlichttypen dazu bekommen zu seinem Normaltypen. Also Radikal. Was war da noch? Mauzi. Ja. Jedenfalls normal Unlicht. Und. Ja. Und ich weiß halt, also der Protagonist, die Mutter hatte ein normales Mauzi. Die hatte kein Alola-Mauzi. Genau. Also ich gehe davon aus, dass es eigentlich zwei verschiedene Pokémon sind. Auch wenn sie halt gleich aussehen und fast selber haben. Und wahrscheinlich auch dieselben defensiven Werten. Werte. Außer Alola Kokorai. Oh Gott. Wer hätte jetzt ausgedacht, dass es ein Drachen-Pokémon sein sollte? Das ist ein Drachen-Pokémon, ne? Aber Klurak nicht, das sind immer diese Memes, wo Klurak einen langen Hals hat und dann so, bin ich jetzt ein Drachen-Pokémon? Und dann so, shut up, Klurak. Das Sixte ist ja, Alola Kokorai soll, glaube ich, eine Drachenpalme darstellen. Es sieht aus wie eine normale Palme. Gibt's, glaube ich, wirklich. Ja, aber warum Typ Drachen? Auch was ein Drachenpalme ist. Ich glaube, weil es halt wirklich eine Drachenpalme ist. Also, dass in Wirklichkeit so eine Palme gibt, die Drachenpalme heißt. Mhm. Und in Hawaii wächst. Nee, ich weiß nicht. Also. Es gibt eine Drachenpalme. Okay. Aber gegoogelt. Ja. Heißt aber, dann müsste aber auch viele Dinge müssten dann den Typ Drachen haben. Beispiel Gyarados und Glurak, ne? Oh, bisschen Knost. Weil sie sind halt so hart an Drachen angelehnt. Also richtig offiziell, mehr oder weniger. Je nachdem, was offiziell ist. Okay.
so dieser Knosp wieder Angriff auf Null gesenkt. Erdbeben! Oh, protect dieser Knosp, really? Das eine dieser Knosp hat er schon Schild eingesetzt. Toll, nicht? Super. Wunderbar. Das freut mich, war richtig so. Schutzschild. Es hat ja vor allem auch gar keinen taktischen Vorteil, dass es Schutzschild eingesetzt hat. Okay, weiter geht's. Was ich nicht fiese Taktik finde, ist Egelsamen und dann auch Vergiftung. Also, ja. Dann wird es ja Sinn machen, aber so im ersten, so ein First Round Protect bringt halt nur was, wenn du zum Beispiel irgendwie predicten willst, welche Attacke der Gegner einsetzt, um dann halt entsprechende Counter zu machen. Aber das bringt ja jetzt hier gar nichts. Außer dass dieser Knosp eine Runde später stirbt. Deswegen, also. Aber NPCs, ne? Wir haben Schutzschild, wir müssen es spammen. Die ganze Zeit. Kampf Nummer 7. Weiter geht's mit Gift. Ich habe ein spezielles Pokémon getränkt, weil hier, probier mal. Aber ist doch für Pokémon. Und nicht für mich. Doppelkampf Schluck weg. Das kommt nah an Slimer und Smogon ran, denke ich mal. So schnell wie möglich los. Ja. Weil wenn die, wie heißt die Attacke? Fluch. Oder, Was gibt's denn noch? Es gibt noch irgendeine Aufbereitung oder irgendwas, das Ziel. Es gibt, ich erinnere mich, die haben irgendeine ziemlich böse Boost-Attacke für die Verteidigung. Entschuldigung, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich leider auch gerade nicht so wirklich. So, aber ich denke mal, ich habe sie auch gleich down, ohne dass sie, bevor sie was machen konnten. Ach, Gara, das ist einfach so OP. Gara, das ist OP. Ja, das ist OP. Ich denke mal, noch zwei Gegner, dann haben wir Gift geschafft, würde ich sagen, ne? Doch gut. Pokémon-Tränke sind übrigens keine Pokémon verarbeitet. Na, ach nee. Wieder geheilt. Kampf der Macht. Möchte weiterhin gegen Gift kämpfen. Ich habe mich entschieden, wenn ich noch schon falle, dann auf die Füße. Das klingt nach einem guten Plan. Ein Ninja-Junge Meti. Oh, Doppelstunk-Tank. Warum? Game Freak, warum? Ich werde es nie verstehen. Weil wie sie ihr Bein so provokant heben. Hinter das rechte Bein. So, Erdbeben, go for it. Dum, 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 dum. Aber es wäre, die Pokémon wären stärker, sie ist schon Level 43. Und 50 ist das Maximum Level. Oh, es war ein Quit, ich denke mal. Es hätte auch so gereicht. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. So, Skunk haben wir besiegt. Bums. Bam, 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 bam. Garros wurde komplett geheilt. Nummer 9. Natürlich möchte ich fortfahren. Ich möchte noch einen Giftgegner slayen. Pokémon sind Familie für mich. Nein, sie gehören zur Familie.
Doppel Smogmog als 8. Kampf oder 9. Kampf. Bam, 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 bam. Oh, ich merke schon wieder, wie das Stream-Delay von immer höher wird. So. Smogon hat Schwebe? Fragezeichen? Ich glaube ja. Bevor ich jetzt rotiert Erdbeben drücke. Smog. Smog. Ich glaube, es hat Schwebe. Ich bin mir aber nicht sicher. Es hat nur Schwebe. Ja, siehst du, das wäre jetzt fast richtig schief gegangen. Das wäre jetzt fast richtig schief gegangen. Jetzt drücken wir natürlich Kaskade. Da drücken wir jetzt Kaskade. So, wunderbar. Lebst du noch? Oh, oh nein, Smogmog krank Donnerblitz. Stimmt, da war ja was. Aber reicht es aus? Nein, es reicht nicht aus, sehr schön. Aber es ist natürlich paralysiert. Oh, das war mein starkes Garados. Wunderbar. Hört man mich wieder? Ja, man hört dich wieder. Was machst du denn die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung, es hat irgendwie Probleme. Smogmog kann Donnerblitz. Ja, das weiß ich. Und hat gerade einen Garados von besiegt, genau jetzt. Oh, wie viele Garados sind noch da? Eins. Oh, ernsthaft hat Überrest als Fähigkeit, kann das sein? Nein, Giftschleim hat's. Oh. Ich muss gerade mit Kaskade besiegen. Ein Flinch wäre jetzt echt gut, aber das Donnerblitz one-hittet mich nicht, das ist die gute Nachricht. Das ist toll. Nur wenn es sich paralysiert. Dann ja, ist das es eine blöd. Hat halt instant geparat, das war jetzt gerade ein Problem, deswegen mein falls gerade das zu langsam oh. war. So. So, ja, aber ich habe jetzt einen Donnerblitz, denke ich jetzt zum Glück. Und ich bin schneller und darf Kaskade auf mich missen, was Mist dem so nie, weil es 100% ist. Das war jetzt schon fast ein bisschen knapp. Und damit habe ich es besiegt. Noch gewonnen? Ja, ich habe noch gewonnen. Und sehr gut. Das ist gemein, ich schmerz mal ganz von mir. Ich weiß gar nicht, welche davon gleicher Kampf es war, ob es jetzt der 9. oder 10. Kampf war. Wird es gleich bestimmt angezeigt. Ja, 10. Kampf, genau. Jetzt noch ein Kampf gegen Gift. Ich denke, dann mache ich auch erstmal eine Pause. Weil ich schon merke, dass der Stream wieder einen harten Delay hat. Wie lange Pause? Keine Ahnung, vielleicht eine 20 Minuten. Okay, weiß ich Bescheid. Doppelzer 10 hier. Ha, Pflanzentyp hat gewonnen. Doppelzer 10, ja. Mhm. Psycho-Schwäch. Ja, ich mach halt. Ich mach halt einen Bodenangriff. Erdbeben. Sollte sehr effektiv sein. Und damit kann ich auch dann in der Pause den Stream neu starten, einmal. Alle Angriffe, okay. So, Doppel-Erdbeben. Ich wüsste auch gar nicht, was das Böses kommen könnte, das von den Tazen hier. Was mir gefährlich sein könnte, überhaupt. Toxin. Ach schon, das nächste kommt Kampf. Ja, genau, richtig. Okay, bei... Kampf musst du aufpassen wegen Donnerschlag. Genau, richtig, deswegen verbissen auch dann. Aber Kampf hat meistens nicht so eine gute Verteidigung. Ja, das stimmt. So. Flug habe ich ein bisschen Angst vor Kramchef. Ja, ich habe Steinkante und Eiszahn. Das Flug würde mir so ein bisschen tricky werden, vor allem von der Trefferrate. Ja, viel Spaß mit Panzer Iron. Scheiße. Aber es kann höchstens keine Elektros hacken. Ja, das stimmt. Was kann Gesteinsattacken? Ja, aber dafür habe ich nicht so viel Angst. Yay, Glückwunsch. Ich bekomme wieder Geld und so.
Und bald wieder. So, dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall einen Safe State. Also gut. Geht es kurz in den Studio-Modus, wo ich erstmal in Ruhe die Pausen-Screen einschalten kann. Machen wir mal ein anderes Pausenbild. Nehmen wir das hier. Das Pausenbild ist toll. Übergang. So. Dann Leute, dann wird es der Stream jetzt noch ein bisschen laufen, bis er halt online auch durchgelaufen ist. Und dann mache ich einen Stream-Neustart wegen dem Delay. Und dann geht es hier in 10 bis, also ja, 20 Minuten, ich mache mal was zu essen, geht es hier dann weiter. Jo, das ist so der Plan. Und dann geht's, bist du ja auch weiter dabei. Gerne. Gerne. Okay, wunderbar. Und dann bis gleich.